Traum. Er war deutlicher als eine Erinnerung. Ich hörte den Lärm von donnernden Hufen, splitternden Schilden und klingenden Schwertern. Und ich setzte meinen Erben auf den eisernen Thron. Und alle Drachen brüllten wie aus einem Maul. Ich halte die Frage für dringlich, die eure Nachfolger. Wer hätte denn noch Anspruch? Das erstgeborene Kind. Rhaenyra, keine Königin saß hier auf dem eisernen Thron. Der König hat einen Nachfolger, Daemon Targaryen. Ich lasse mich nicht zwingen zu wählen zwischen meinem Bruder und meiner Tochter. Man wird Rhaenyras Thronanspruch leugnen und daraufhin Krieg führen. Du bist der König. Es ist deine Pflicht, dir eine neue Frau zu nehmen. Ich habe entschieden, wer mein Nachfolger wird. Ich bin dein Nachfolger. Mein Krieg zieht auf. Meint ihr, das Reich würde mich als Königin akzeptieren? Es wird nie eine Frau auf dem eisernen Thron sitzen, denn das ist die Ordnung der Dinge. Ich schaffe als Königin eine neue Ordnung. Eure Familie hat Drachen. Ihrer Macht hätte der Mensch nie habhaft werden dürfen. Wenn Rhaenyra an die Macht kommt, setzt sie ihren Anspruch gnadenlos durch. Ich werde den eisernen Thron erben. Und sie wird es verhindern wollen. Unsere Herzen bleiben vereint. Unsere Herzen waren nie vereint.